Hi, hier ist Dunni wieder am Freitag. Und diese Woche haben wir freie Themenwoche. Und ich habe euch mal gefragt, ob ihr mal irgendwie ein Video über Lesbentreffen haben wollt. Also nicht direkt ein Video, sondern wo ich halt erzähle, was euch das bringt, was ihr davon habt, wie ihr daran teilnehmen könnt und wie und überhaupt. Und ja, die meisten waren dafür. Und deswegen geht's jetzt los. So, erstmal dazu, was bringt mir so ein Treffen? Beziehungsweise, was bringt dir so ein Treffen? Warum solltest du da hingehen? Jo, wenn du zum Beispiel in einer etwas kleineren Stadt wohnst oder in einem Dorf sogar und denkst, ja, irgendwie hier in der Nähe gibt's nicht wirklich was, so. Und zum Beispiel, du bist zu jung für Szene-Partys, die ja normalerweise ab 16 sind, ab 18. Und du hast auch keine Lust, jemanden auf einer Party kennenzulernen oder immer nur im Internet rumzukreisen. Wäre so ein Treffen gut für dich, weil zum Beispiel, dann lernst du auch Menschen, die gar nicht so weit weg von dir wohnen und durch diese Lesbenkette lernst du dadurch noch mehr und noch andere Menschen einfach kennen. Und dadurch kannst du einfach so, ich sag mal, deinen Bekanntenkreis erweitern und vielleicht lernst du auch jemanden kennen, mit dem du auch mal öfter Zeit verbringen kannst. Und mehr. Und vielleicht wird mehr draus, man weiß es ja nicht. Also bei solchen Treffen ist auch alles möglich, würde ich mal so sagen. Wenn die Leute mitmachen und, was heißt mitmachen? Also die meisten, die ich kennengelernt habe, waren eigentlich schon ziemlich cool drauf, offen und denen konnte man sich auch einfach unterhalten. Auch wenn ich die gar nicht kenne oder die kennen mich nicht und dann quatschen die mich einfach an. Einfach belangloses irgendwas, so passiert einfach, weil in so einer Runde ist es doch ziemlich chillig auch. Klar, es gibt immer hier und da einige, die da irgendwie Drama schieben oder Stress mit ihren Freundinnen haben und so. Und dann stehen sie in der Ecke plötzlich und heulen und keine Ahnung. Habe ich auch schon gesehen, aber im Allgemeinen sind solche Treffen, wenn die gut laufen, wenn die gut besucht sind, eigentlich ganz cool. So, wo findet so ein Treffen statt, beziehungsweise wie kannst du an einem Treffen teilnehmen? So, die meisten Treffen, die organisiert wurden, gingen über die beiden Netzwerke SchülerVZ und MeinVZ. Und dann hat eine diese Gruppe gegründet, die schreibt hin zum Beispiel Treffen am, fällt jetzt gerade kein Datum ein, dann und dann Treffen, da und da, in der Stadt und die Uhrzeit, den Ort, wird dann in der Gruppe geschrieben und dann ladet sie erstmal ihre Freunde ein, die sie hat. Und dann laden diese Freunde wieder Freunde ein. Und das ist dann so ein Domino, wie so ein Dominosteineffekt. Und immer mehr treten dann in der Gruppe bei und dann noch andere ein. Das heißt, es werden überwiegend auch Leute in der Gruppe sein, die du vielleicht gar nicht kennst. Aber kennenlernen könntest. Du weißt, was ich meine, ne? Wo finden die Treffen meist statt? Hauptsächlich finden die in Großstädten statt. Die Treffen, wo ich gewesen war, das war meist in Bremen, Hamburg und Hannover. Und die waren auch meist alle recht gut besucht. Klar, es gab auch mal Treffen in kleineren Städten, wie zum Beispiel Hildesheim. Und das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Hannover. Und das Treffen war jetzt zum Beispiel nicht so groß besucht einfach. Deswegen lohnt es sich, wenn du jetzt ein Treffen veranstalten möchtest oder einen teilnehmen möchtest, auf jeden Fall in deiner nächstgrößeren Stadt. Und am besten sowieso immer auf einem Samstag. Und am besten auch, wenn das Wetter schön ist. Zum Beispiel jetzt im Sommer, denke ich mal, hat eigentlich fast jede Woche irgendwo ein Treffen stattgefunden. Und deswegen würde ich dir empfehlen, am besten ein Monat wählen, wo es halt etwas wärmer ist. Also jetzt im Winter gibt es auch Treffen, nur die sind halt nicht so gut besucht und
ja, aber eigentlich nicht so wirklich Bock, in der Kälte irgendwo draußen rumzusitzen, weil die Treffen meist immer, also die werden Treffen finden immer draußen statt, in irgendeinem, an einem See, in einem großen Park und solche Dinge halt. Also es ist immer draußen. So, wie verhältst du dich am besten bei so einem Treffen, ohne dass du dich unwohl fühlst oder es eskaliert oder so? Am besten wäre es natürlich in erster Linie, getrunken wird auch. Ne? Hier und da ein Bierchen, das und das. Aber am besten erstmal nicht zu viel trinken. Besonders nicht, wenn du nicht so viele da kennst, dann wirft es auch schon mal ein schlechtes Licht auf dich drauf, weil dann liegst du da wie eine Schnapsleiche und spricht dich auch keiner an, ne? Und ja, wie verhält man sich? Also wenn du wirklich Leute kennenlernen willst, dann zeig dich, dass du offen bist. Und sitzt da nicht so hinten hin. Das bringt dir nichts. Versuch einfach offen, locker zu sein und ja, verschließ dich nicht. Weil die Menschen sind offen und kommen auch aufeinander zu. Am Anfang ist es natürlich so, gibt es ja diese Grüppchenbildung. Das ist aber auch nur so, die Leute treffen sich erstmal mit den Leuten, die sie kennen. Sind mit den Leuten, die sie halt schon länger kennen und so. Deswegen wird es, es ist am Anfang schwierig, jemanden anzusprechen, aber so nach, ja, so ein, zwei Stunden kann man doch schon eher aufeinander zugehen und miteinander sprechen, weil es sind sehr, sehr viele Frauen schüchtern, wirklich, mehr als man denkt, auch wenn die so cool mit ihren Justin Bieber Haircut da so ankommen, ne, aber die sind oft wirklich total schüchtern, ne. So, nochmal für dich oder für euch oder wie viele grad Personen gerade an einem Bildschirm sitzen. Wenn du etwas veranstalten möchtest, so ein Treffen, und bist vielleicht nicht bei MeinVZ oder bei SchülerVZ oder StudiVZ tätig, bei Facebook kann man jetzt auch Gruppen gründen. So wichtig ist, dass du einen Ort hast, in welcher Stadt du es machen möchtest, einen Platz hast. Am besten ist natürlich so See, große Parks, so. Und nicht so in der Öffentlichkeit, irgendwo mitten in der City treffen ist auch ein bisschen. Klar, als Treffpunkt. Als Treffpunkt kannst du einen öffentlichen Ort nehmen, zum Beispiel Bahnhof, zum Beispiel, der Hauptbahnhof in deiner Stadt, wo du es veranstalten möchtest. Und dann geht ihr zusammen am besten zu diesem nächstgelegenen Park, See etc. Und ja, am besten ist Wochentag, ist am besten immer ein Samstag. Da haben die meisten Zeit und viele müssen dann auch nicht arbeiten, also am besten ein Samstag. Uhrzeitmäßig, ja, man fing diese Treffen an, immer so zwischen ja, 14 und 16 Uhr ist immer Treffpunkt. Und ja, ein Ende gibt es dafür nicht, ist offenes Ende. Und wenn ihr sowas veranstalten wollt, macht es auch nicht so kurzfristig. Nicht, es ist jetzt Montag der 1. und ihr wollt es am Samstag den 6. veranstalten. Das geht natürlich nicht. Am besten ist natürlich immer so 3 bis 5 Wochen vorher rauszuplanen, damit auch viele davon Bescheid wissen, sich auch Zeit dafür nehmen können und solche Geschichten. Ja, so. Was für eine Zielgruppe haben solche Treffen eigentlich? Wollte ich noch eigentlich noch sagen, ja, da ist eigentlich alles dabei. Ich würde mal sagen, so im Alter von 15 bis 25 ist alles dabei. Klar, die jüngere Teilnehmerzahl dominiert, aber trotzdem, wenn man offen für Jüngere ist, und dann geht man auch hin und hat seinen Spaß und ja, ist alles gut. So, wer noch mehr darüber erfahren möchte, kann ich nur wieder mal auf 2 Videolinks hinweisen, die ihr unten in der Beschreibung findet. Einmal ein Treffen hat eine Bekannte von mir gemacht und einmal habe ich ein Video gemacht. Könnt ihr angucken und dann könnt ihr schon mal ein Bild von machen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann vielleicht im nächsten Frühling, Sommer veranstaltet ihr so ein Treffen oder nehmt an einen teil, haltet einfach Ausschau. Und ja, wenn es euch nicht gefällt, dann fällt es euch nicht, dann macht was anderes mit eurer Freizeit oder, na, ihr wisst, was ich meine. Mehr kann ich zu dem Thema leider jetzt auch nicht sagen. Wenn es euch zu wenig Information war, tut es mir leid, aber
Nee, das war nicht zu wenig, das war genug Information. Wenn ihr Fragen habt, guckt euch die Videos einfach an, dann vieles beantwortet sich dann höchstwahrscheinlich auch schon von selbst. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, ne? Einen schönen Start in die nächste Woche und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, am nächsten Freitag mit neuen, freshen Themen von The Nosy Rosy. Also haut rein, bis dann. Peace und ciao.